Das folgende Märchen führt uns in die Stadt Krakau. Einst lebte dort Isaak, Sohn des Jakob. Er war ein Rabbi und auf Jiddisch nannte man ihn Esik, Sohn des Jekel. Arm war er und geplagt von mancherlei Sorge. Dazu kam eines Nachts ein gar seltsamer Traum. In diesem Traum lief Esik durch die Straßen einer fremden Stadt und eine Stimme rief: Esik, Sohn des Jekel, mach dich auf den Weg nach Prag, grab unter der Brücke zum Schloss einen Schatz aus. Das ist ein merkwürdiger Traum, dachte Esik. Aber ach, Träume sind Schäume und natürlich machte er sich nicht auf den Weg. Doch in der folgenden Nacht träumte er denselben Traum. Wieder lief er durch die Straßen der fremden Stadt und die gleiche Stimme rief: Esik, Sohn des Jekel, mach dich auf, geh nach Prag und grab unter der Brücke zum Schloss einen Schatz aus. Ebenso träumte er in der dritten, der vierten, der fünften Nacht. Da machte sich Esik auf den Weg und sei es auch nur, um nachts endlich wieder ruhig schlafen zu können. Er wanderte durch Galizien, durch Schlesien, durch Mähren, durch Böhmen und endlich kam er an in der großen Stadt Prag. Hungrig, müde, halb erfroren und mit zerfetzten Schuhen. Das Schloss oberhalb der Stadt fand er sofort und auch die Brücke zum Schloss. Auf der Brücke aber standen Wachen. Wie sollte er da unbemerkt einen Schatz ausgraben? Esik überlegte hin und her, lief auf und ab, völlig unauffällig übrigens, wie er dachte, und gerade so fiel er den Wachen auf. Sie packten ihn und brachten ihn zum Hauptmann der Wache. Dieser saß an diesem kalten Wintertag in der gut geheizten Wachstube hinter einem großen Schreibtisch. Hauptmann, sagten die Soldaten. Dieser Rabbi hier läuft vor der Brücke auf und ab und macht sich verdächtig. Der Hauptmann beugte sich vor. Was hast du hier zu suchen? Sagst du es gleich oder sollen wir dich verprügeln? Esik fiel in seiner Angst nichts ein als die Wahrheit. Herr Hauptmann, ich komme von weit her, war lange unterwegs, weil ich träumte, hier in Prag, unter der Brücke zum Schloss, liegt ein Schatz vergraben. Der Hauptmann sah ihn lange an. Dann lachte er schallend. Ihr Juden seid ja noch dümmer, als ich immer schon dachte. Da kommst du, armer Tropf, von weit her gelaufen, wegen eines Traumes. Wäre ich so dumm wie du, ich säße nicht hier in der warmen Stube hinter meinem schönen Schreibtisch, denn ich träume schon seit Jahren, mindestens dreimal die Woche, weit im Osten. In der Stadt Krakau liegt ein Schatz vergraben unter dem Ofen im Hause eines Esik, Sohn des Jekel. Aber ich lasse doch hier nicht alle stehen und liegen, laufe einem Traum hinterher und gehe in eine fremde Stadt, wo sicher die eine Hälfte der Leute Esik und die andere Hälfte Jekel heißt. Und alle haben sie einen Ofen. Abermals lachte er schallend. Aber weil er sich schon lange nicht mehr so gut amüsiert hatte wie an diesem Tag, ließ er den Gefangenen frei. Esik bedankte sich.
und machte sich auf den Weg nach Haus. Dort grub er unter seinem Ofen einen Schatz aus.